Herzlich willkommen zurück zu Still Life 2. Im letzten Part sind wir durch den Speiseaufzug vom Keller in die Leichenhalle irgendwie gekommen. Dürfen wir uns jetzt noch schöne Brüste ansehen, die übrigens keine Arme hat. Also die. Die Brüste haben keine Arme. Ja, meine Brüste haben, weißt du, so links und rechts haben die jeweils Arme und sagen immer: Hallo, hallo, hallo. Wie geil. Aber hier, die hat auch keine Nippel, die Puppe. Nee. Oh Mann, schnell weg. Ja. Wer liegt denn da noch drin? Hoffentlich nicht wir, also als Puppe. Ach, da liegt auch noch mal Gift. Ich muss ein Instrument aus dem Testkit verwenden. Ja, wir wissen's. Das ist übrigens sehr logisch, dass sie das mit einem Probentupfer das ganze Glas nehmen kann. Das kann ich auch, also. Ja, die hat Superkräfte, ne? Farblose Flüssigkeit aus Wasser und Gegengiftserum. Ach, das hat die Gute getrunken, Ja. damit sie nicht mehr vergiftet war. Und wer steht da? Ein Schild mit Hawkers Name. Irgendetwas sagt mir, dass der Killer ihn nicht besonders mag. Also, wenn da Gegengift ist, dann denke ich doch, dass der den so ein bisschen mochte. Ja, könnte man meinen. Oh, hier Wieso liegen sind da zwei. zwei? Ich muss Ja. eine Probe von diesem Hinweis nehmen. Können wir den anderen direkt mit, oder? Naja. Wahrscheinlich nicht. Farblose Flüssigkeit, keine Analyse durchgeführt. Farblose Flüssigkeit aus Wasser und Gift. Das Gift ist tödlich. Ja, das wissen wir doch. War ja klar, dass das bei Vic drin ist. Oh, und noch was? Oh, bei ihr liegt zweimal Gift. Ja, auch tödlich, ne? Also, der Killer scheint sie zu mögen, wie ich. Ho. Dieses Schild trägt meinen Namen. Okay, ich hab's verstanden. Wir auch, liebe Vic, wir auch. Vielleicht bin ich ja der Killer. Ja, du bist es. Ich wusste es die ganze Zeit. Also, jetzt ist es raus. Verdammt, Nico. Das geht doch Ein nicht. leeres Gestell. Wahrscheinlich für eine Überwachungskamera. Boah, die Vic ist so schlau, ne? Ja, also. Keine Ahnung. Oh, ach, das muss Was sie das? aufschießen. Die geht so wahrscheinlich nicht auf. Ui. Machst du Peng? Ach nee. Um zu gucken, ob hier jemand ist. Unnötig. Können wir jetzt an die geheime Wand, die sehr geheim ist? Und was ist das? Fußspuren bestimmt, Auf oder? dem Boden sind Spuren. Sieht aus, als wäre ein schwerer Gegenstand von hier weggeschleift worden. Paloma, die hat 100 Kilo zugenommen. Na, geht die von hier schon auf? Nee, nicht so ganz. Den Schrank quatscht sie auch nicht an. Na, dann gehen wir zum elektrischen Stuhl. Naja, gut, Vicks Name steht ja. Ah, halt, da war noch was. Hier wurde der Boden geschrubbt. Kein gutes Zeichen. Oh. Ja, der Killer war fleißig. Verdammt. Also ich. Der Blutmenge nach zu urteilen, geht es irgendjemandem nicht besonders gut. Na, sieht so aus, ne? Ist das unsere liebe Palmoma? Keine Ahnung, hoffentlich nicht. Oder hat jemand seine Periode bekommen? Oh. Menschliches Blut, Blutgruppe A positiv. Ah, okay. Blut eines der Opfer des Mörders, Janet Connelly. Ach, wenn sonst keiner ist. Ja, dann ist es uninteressant, ne? Dann ist es egal, solange wie es nicht unsere Palmoma ist. Ja. Na, ob da jemand ist? Wir wissen es erst, wenn wir durchgegangen sind. Da steht irgendwas da unten. Ach, da, ne? Unter ihrem Namen. Stand aber vorher nicht da. One chance, eine Chance. Stand aber nicht da vorher. Nee. Na, die kriegt sie bestimmt auch nicht auf. Also wenn, dann ist dahinter bestimmt Verschlossen. der Tod. Und der Stuhl ist weg. Der elektrische Stuhl, den Hernandez in den Aufnahmen erwähnt, sollte sich hier befinden. Ja, sollte. Ist aber Ich wollte nicht gerade da. sagen, woher weißt du, dass er elektrisch ist, aber wenn sie ihn in den Aufnahmen erwähnt hat, dann ja. Ach, da an der Wand ist auch was. Ah. Auf dem Boden glänzt etwas. Was könnte das sein? Vielleicht Glas? Ja, hätte ich auch gesagt.
Nee, das ist dein Schönheitsspiegel, der zerbrochen ist. Na, also hiermit will sie es nicht nehmen. Womit denn dann? Vielleicht Blutsicherungs- oder Dings, weil da Blut dran ist? Ja, das hätte. Nein. Nein, erst zur Sicherung. Ach so. Das wird niemals funktionieren. Nein. Ich meinte das andere. Ach, Das, das ja. Fingerabdruck. Das kann nicht Nein. Ach, okay. Ja, wir Vielleicht, probieren. ja, Sieht nach das zerbrochenem Mikroskop, Glas ja. aus. Ich werde eine Probe davon nehmen. Boah, und dafür braucht die das Ding. Das sehen ihr zwei nicht ausgebildete Leute sehen, dass das Glas ist und sie braucht dieses Ding. Also, das ist jetzt ein Diamant, der zersprungen ist, weißt du? Also echt jetzt. Ah, chemisch wahrscheinlich auch mal, ne? Teile einer zerbrochenen Brille, die einem der Opfer gehörte. Na, also nicht Palmoma, die hatte keine Brille. Nee. Na, sonst ist hier nix. Und da können wir auch schon wieder dran. Och, nö. Man sieht sehr viel. Ich kann nicht sehen. Das hat Vic treffenderweise auch bemerkt. Na, na, sollen wir die Türen an die anderen überhaupt probieren? Die gehen eh nicht auf. Nee. Okay. Pass auf, dreh dir deine Schuhe nicht kaputt, da ist Glas. Irgendwie habe ich das Bedürfnis zu speichern. Ich weiß nicht warum, aber. Ja, irgendwie, vielleicht hat er hier eine Falle gesetzt oder so. Ja. Weil der war ja anscheinend hier, ne? Na, ja, der hat auf jeden Fall noch mal was verändert, bevor er mit der Palmoma abgehauen ist. Ein Sicherungskasten. Die Stromkreise sind total verschmort. Das waren wir. Ja. Ein Sicherungskasten. Ja. Wir wissen es. Das Schöne ist, wenn man die unterbricht, dann tun die immer noch so das Abspielen, irgendwie so die Aktion. Ah, Blut bestimmt. Auf diesem zerbrochenen Glas befindet sich Blut. Jemand muss sich geschnitten haben, als er darüber gelaufen ist. Ja, da Ja. wissen wir ja, wem das Blut gehört, ne? Ja, das wissen wir. Also wir wissen, die Palmoma hat null positiv. Und das ist Hernandez Paloma. Die Palmoma. Die Arme. Aber dass die nicht Aua gemacht hat oder so. Also, hat die dann gesagt so Aua, wenn die da drüber ge. Ja, also beim ersten Mal hatte sie das gesagt. Ach so. Oh, ob jetzt was hinter dem Poster ist? Vielleicht so eine versteckte Knarre oder so. Ein Poster. Mir fällt der Name der Schauspielerin nicht ein. Sieht immer noch aus wie Marilyn Monroe. Ja, und da war die Palmoma schlauer. Und too late. Oh shit. Eine Nachricht des Killers. Zu spät. Wenn er glaubt, dass er mich entmutigen kann, ist er schief gewickelt. Woher willst du wissen, wie der gewickelt ist? Das ist der schief gewickelt. Das habe ich auch noch nie gehört. Ja, sagt man aber so. Ja, wir hatten ja schon mal vorgegriffen, ne, mit dem mit dem Erste-Hilfe-Kasten. Ja. Deswegen keine Ahnung, ob das jetzt hier war oder. Aber egal, wir gucken trotzdem Das war rein. mit Sicherheit hier, aber für die Vorführungseffekte. Ja. Autsch. Verdammt, dieses Mistvieh hat mich gebissen. Oh mein Gott. Da Ach ist noch nee, was dieses blöde oben. Gegengift, das können wir ja gar nicht nehmen, oder doch? Nein, das war ja nur Nee, dieses. aber da im Dings war noch was. Im Kasten, oder? Weiß ich nicht. Mach hinne. War da nicht noch was? Da oben drin? Ja. Aber das wäre ein bisschen. Nee. Eine Nachricht vom Killer. Das Gegengift wird an einem kühlen Ort aufbewahrt. Der hält sich bestimmt für sehr komisch. Kühler Ort. Kühlschrank. Ja.
Naja, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Hier unten gibt es nichts. Nur eine Ratte. Und die scheint sich sehr wohl zu fühlen. Ist die abgetrennte Hand auch nicht mehr da? Scheinbar nicht. Diese Schriftzüge sehen ungelenk aus. Ich frage mich, wer sie geschrieben hat. Die Opfer. So, jetzt haben wir ein Bildchen gemacht. Ungelenk. Ungelenk. Die hat ein Deutsch, ey. Dieser Hahn scheint zu funktionieren. Er könnte sich jetzt nützlich erweisen, falls ich Wasser brauche. Ach, echt? Ach, das Halsband. Ich bezweifle, dass es sich bei diesem Halsband um reine Zierde handelt. Elektronisches Halsband nehmen. Sonst liegt hier nichts. Nein. Noch schnell, wenn wir können, in die Schränke gucken. Nein. Also kühler Ort. Du sagst Kühlschrank, aber da hatte sie ja schon mal reingeguckt. Da hat sie ja gesagt, das stinkt. Ja, schon, aber es hat sich ja auch ein bisschen was hier verändert. Also, ich weiß nicht. Kühler Ort? Kühlkammer oder so? Eine Nachricht von unserem liebenswerten Schlechter. Eine einzige Chance. Keine Ahnung, was das bedeuten soll. Noch keine Kühlkammer. Ja, außer halt diese Schränkchen. Vielleicht ist das wirklich... Aber das hat sie doch jetzt genommen, oder nicht? Moment, wir sollten vielleicht nochmal schnell... Bevor wir gleich... Hä? Darf man nicht speichern, wenn man... Ach, wenn man ja... Wenn man auf Fortsetzen klickt, ja. Dann... ja. Das ist der Druck. Spürt ihr diesen Druck? Der macht einen ganz wahnsinnig. So, zurück. Und fortsetzen. Kühler Ort. Auf dem Boden sind Spuren. Ja, doch. Das will sie auch nicht. Naja. Ah. Nee. Na, dann müssen wir schnell wieder hoch und gucken, ob das Gift da liegt. Gegengift. An einem kühlen Ort. Na, klasse. Wirklich? Stimmt, weil wir brauchen ja Wasser, ne? Vielleicht können wir das da wieder reinfüllen. Also das war ja bei Hawker, das war ja hier die Mitte. Ja. Mit farbloser Flüssigkeit. Okay, dann ist es das. Muss da noch Wasser rein, oder? Ja, muss es. Dann siehst du ja, ob es richtig ist oder nicht. Stimmt. Weil das... Ach, Moment. Wert. Wir müssen gar nicht da wieder hinlaufen. In der Küche war doch auch Wasser. Hoffentlich geht das noch. Auf einmal hat er es abgeklemmt. So, haha. Irgendwie kann das sein, dass dieser Weg jetzt hier länger ist. Jo. Die glitscht da hoch. Mm. Am besten quatscht uns jetzt noch die Sheriff-Alte an. Und dann so, ja hier, wir haben keine Zeit, wir müssen Gegengift mischen hier. So, da... War der Hahn? Misch das. Das ist es nicht. Oh oh. Ja, wir müssen runter. Ja, oder wir müssen es trinken. Und versuch's mal. Ja, wir haben ja noch Zeit, dann gehen wir halt runter. Jetzt geht sie da jetzt vielleicht hin. Der Speiseaufzug muss sich weiter oben verklemmt haben. Okay. Oh. Dann wieder dahin. Wir haben ja noch Aber dass es da zwei Schächte runtergeht. Ja, es ist sowieso komisch, ne? Weil mit Paloma geht man da die Treppen hoch, um in dieser Leichenhalle zu landen, und mit ihr geht man durch den Keller. Das ist irgendwie sehr weird, aber keine Ahnung. Mach doch hin. Mach doch. Ma. Da sollst du hin, du. Nein, jetzt geht die wieder da. Ist die blöd? Oh, ist die dumm. Ja. Also irgendwie spinnt sie gerade. Ein bisschen, ja. Ja gut, die Vergiftung, ne? Ich glaube, die will sterben. Gehst du jetzt mal bitte da um diese Ecke? Bitte. Nein, da hinten um die Danke. Hä? Ja, irgendwie... Ganzes Spiel ein bisschen verbuggt. Gibt's da... Da gibt's auch Wasser. Nee. Aber es geht leider nicht. Schnell, bevor wir sterben. Ach, so unnötig. Vor allem, da könnte Wasser sein. Das könnte nützlich sein, ja. Mhm. Ja, wir brauchen das Wasser ja noch für was anderes später. Das ja, aber... Ne?
Das ist das gleiche Wasser, wie auch darunter rauskommt. Ja. Das hat keine Mische. Ja, nun, lauf doch. Mach hinne, sonst stirbst du. Schnell. Ran. Dieser Hahn scheint zu funktionieren. Ja, doch. Ach, echt? Das könnte ich nicht. Also trinken. Dann trinken wir's. Ich fühle mich schon besser. Gut. Es war einfacher als gedacht. Ja. Naja, davon haben wir ja schon ein Foto gemacht. Zum Glück hatten wir das vorher analysiert, Alter. Ja. Ja gut, das Analysieren dauert ja nicht lang. Ist dann jetzt halt die Frage, haben wir hier alles? Aber was wäre denn, hätten wir das eine getrunken von Palmoma? Ja, dann, ach so, dieses Gegen, ja, das war ja für das andere Gift. Na, irgendwie. Na, es ist alles ein bisschen merkwürdig. Aber mal gucken, was uns noch so erwartet. Das erfahrt ihr im nächsten Part.